Heute geht es um ein Buch im Zeitverbraucher, ein Buch ohne Namen. Ganz spannende Sache, also dranbleiben. Ich grüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, das Buch ohne Namen. Eine ganz interessante Sache. Was ist es? Ja, es ist natürlich kein Buch, es ist was anderes. Es ist aus Holz und man kann es aufschlagen und es ist eine Lampe. Ich fand das eine super Idee. Ich wollte euch das auch unbedingt hier mal zeigen, weil das wirklich ein Accessoire ist, das man sich überall in die Wohnung, ins Haus hinstellen kann. Was echt eine schöne Beleuchtung macht. Ups. Schick aussieht, praktisch ist und auch relativ günstig ist. Ja, das Buch, wir haben das jetzt schon ein paar Wochen. Wir hatten das irgendwann mal in der Facebook-Werbung gefunden, in der Werbung auf Facebook. Und ja, fand mir irgendwie toll. Ja, jetzt war es allerdings so ein bisschen ein Problem, das Ding zu bestellen, weil da gab es eigentlich nur Versender aus China und das war auch dann ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ein ganz komischer Name. Hat man auch im Internet so nicht wirklich was von lesen können, ein bisschen nachforschen können, was das denn ist, ob das ein seriöser Online-Versand ist oder nicht. Wir haben das Risiko einfach mal eingegangen oder sind das Risiko eingegangen und haben es mal bestellt. Hat dann auch lang gedauert. Ich glaube 3 oder 4 Wochen, bis es da war. Ja, und was soll ich sagen? Es ist wirklich eine wunderschöne Sache. Es ist eigentlich ganz simpel gemacht. Das ist so ein Pergamentpapier und ein Schalter, wenn man es aufmacht, geht die Lampe an. Da sind innen drin ein paar LEDs und ein Akku, der unten hier eingebaut ist. Und das war's. Man kann das Buch so hinstellen oder hinlegen. Man kann es aber auch, das ist magnetisch, hier hinten zusammenmachen und einfach so hinstellen. Auch das gibt ein schönes Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Licht hier so gut sehen könnt. Es ist doch im Studio hier relativ hell. Ich blende euch mal hinten ein paar Aufnahmen ein, wie es denn bei normaler Beleuchtung ausschaut. Ja, der Akku von dem Ding hält immer einen Abend auf jeden Fall, eher sogar ein bisschen länger. Also angegeben ist er, glaube ich, mit 5 bis 6 Stunden. Reicht allemal und dann kann man wieder hier über ein Micro-USB, Mini-USB, nur ist das Micro-USB, kann man es dann wieder aufladen. So ein Kabel hat man eigentlich in der Regel immer irgendwo noch daheim rumliegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in der Packung eins mitgeliefert wurde. Ich glaube nicht, ich weiß es aber gar nicht. Ja, mittlerweile gibt es das Ding auch bei Amazon zu bestellen in den unterschiedlichsten Ausführungen bzw. von den unterschiedlichsten Herstellern. Ich habe da jetzt mal geguckt, habe ein bisschen mir die Beschreibungen durchgelesen. Wieder sehr abenteuerliche Übersetzungen bei Amazon, weil es halt dann irgendwelche chinesischen Händler sind, die das Ding da vertreiben. Das gibt es in diesem hellen Holz, im dunklen Holz habe ich es jetzt auch schon gesehen. Ja, für welches ihr euch da, wenn ihr da Interesse habt, entscheidet bei Amazon, das müsst ihr mal gucken. Ja, da gibt es auch eine große Preisspanne. Ich habe jetzt gesehen, das günstigste, was ich jetzt gesehen habe bei Amazon, waren 17 Euro, glaube ich, und das geht hoch bis 39, 45 Euro. Ob es da wirklich Unterschiede gibt oder ob es einfach nur unterschiedliche Vertriebe sind, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, wird sich über die Rezensionen rauskriegen lassen, ob das Ding wirklich was taugt oder nicht, ob es vielleicht gleich auseinanderfällt, wenn man es das erste Mal aufmacht oder einschaltet. Ja. Wir hatten, wie gesagt, uns das über so eine ja, dubiose Quelle, will ich gar nicht sagen, auf unbekannte Quelle. Das hat alles funktioniert, hat ein bisschen gedauert, kam halt aus China, war auch nicht ganz so teuer jetzt, also keine 45 Euro. Ja, müsst ihr mal gucken. Die Lampe selbst finde ich
prinzipiell, also macht ein schönes Licht. Und ich finde es halt auch wirklich sehr, sehr schön, wenn man das Licht ausschaltet, hat man einfach nur irgendwo auf dem Regal oder auf dem Tisch ein Buch liegen. Und das, man hat keine irgendwie komische ausgeschaltete Lampe, sondern da liegt ein Buch. Und die Idee, die fanden wir eigentlich sehr, sehr schick. Ja, sind eigentlich ganz happy mit dem Ding. Und ich kann es wärmstens weiterempfehlen. Ich packe euch mal ein paar Links unten in die Beschreibung rein. Wie gesagt, ihr müsst da gucken, welche Version ihr da wirklich nehmt. Das ist so undurchsichtig. Ich glaube aber irgendwo, dass es alles die gleichen sind. Nur unterschiedliche Vertriebe oder Vertriebswege. Ja, das soll es gewesen sein heute beim Zeitverbraucher. Das Buch ohne Namen und ohne Inhalt. Nur mit ein bisschen Licht. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.